Von der Golden Gate Bridge über den Wörthersee bis an den Strand von Thailand. Die Reiselust der Österreicher ist ungebrochen, das zeigt der RUEFA Reisekompass 2016. Es werden 90% der Österreicher haben einen Urlaub für 2016 geplant und das ist gleich viel wie im letzten Jahr. Und die Devise ist, liegt wahrscheinlich am Wetter, Hauptsache weg. Nach Georgien, auf eine Trekkingtour, 14 Tage. Thailand. Ich war gerade in New York. Griechenland, Ende August, noch in der Nebensaison, solange es geht. Ja, 2 Wochen ans Meer, Sonne, Sand, Meer. Fahr sicher nach Österreich eine Woche, 2 Wochen, Osttirol. Ansonsten habe ich irgendeine Fernreise vor, aber ich weiß noch nicht wann. Ich fahre nach Kärnten für eine Woche. Wenn es nicht allzu weit weg gehen soll oder die Kasse knapp ist, fährt fast jeder Zweite nach Italien. Aber auch Kroatien, Deutschland, Spanien und Griechenland stehen bei den Österreichern hoch im Kurs. Das beliebteste Fernreiseziel sind die USA. Jeder Vierte möchte heuer ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auf Platz 2 landet Thailand, die Lieblingsdestination, wenn es nach Asien geht. Außerdem stehen Kuba, die Dominikanische Republik und die Vereinigten Arabischen Emirate hoch im Kurs. Und um dahin zu kommen, lassen es sich die Österreicher auch was kosten. Jeder Fünfte ist sogar bereit, 2016 tiefer in die Tasche zu greifen als noch im Vorjahr. Ungefähr 60% der Österreicherinnen und Österreicher haben ähnliches Urlaubsbudget wie 2015 und sogar 23% haben ein höheres Budget. Egal ob günstig oder teuer, nah oder fern, am wichtigsten ist es den Österreichern im Urlaub, mal richtig die Seele baumeln zu lassen, den Job vergessen und Zeit mit den Liebsten zu verbringen.